Dennis zu Garten of Batman 4 heute in einem mega langen Video. Wir werden euch die heftigsten Fanmade-Videos zeigen, die es dazu gibt. Und Leute, ich schwöre es euch, es wird sich lohnen. Holt euch also was zu trinken, was zu essen, macht es euch bequem, denn es passiert viel geiler Stuff. Und lasst ein Like für das Video da. Über ein Abo freuen wir uns natürlich auch. Viel Spaß, Kuss. Wir gehen rein, let's go. Wir sind hier auf dem Kanal von Buggy Huggy. Und wir sehen hier, es geht um Stinger Flynn. Und wir werden heute die Story ein bisschen weiterspinnen, denn es wurde der Trailer von ihm gemacht, also er hat ihn quasi so selber gemacht und ihr seht schon, da geht's heute anscheinend rein. Und Nap-Nap läuft zurück zu der Tür. Und habt ihr eigentlich gerade gesehen, wie klein Nap-Nap im Vergleich zu der Tür war? Wow. Nicht schlecht, nicht schlecht. Das ist Sheriff Todd da. Und der ist hier gerade irgendwohin auf dem Weg. Ist das die rechte Hand vielleicht von Stinger Flynn, Leute? Weiß man nicht. Es gibt mehrere Nap-Naps. Viele Nap-Naps sind jetzt irgendwie hier. Ja, was hat das denn zu bedeuten? Ich check das irgendwie gerade gar nicht. Anscheinend geht jetzt eine Tür auf oder so. Die klettern aber alle nach oben. Die Drohne sucht hier ab. Wie können die eigentlich schon diese Räumlichkeiten, die da sind, wie können die eigentlich jetzt schon haben, hä? Wie geht denn das? Versteh's nicht. Was bin ich, ne? Die Qualle weiß selber nicht, was er ist. Ha? Alter! Bambelina ist tot! Jetzt nimmt das Ding eine ganz andere Wendung, Freunde. Das war ja schon mal interessant, aber jetzt, meine Freunde, geht es tatsächlich rein, wenn wir jetzt in Chapter 2 wären, also sind, und das hier passiert, wie geht es dann eigentlich gleich weiter, wenn wir runterfahren? Das werden wir gleich herausfinden. Dann nimmt sie also die Schlüsselkarte mit. Digi, sieh zu jetzt. Mach die Tür auf, wir wollen jetzt nicht lange warten. Die Schnecke guckt ja am Ende sogar noch oben rüber, ne? Wenn man runterfährt. Das war halt sehr interessant. Ich bin mal gespannt, wo es jetzt für ihn hingeht. Ah, Leute, diese Videos finde ich immer so cool. Die sind sehr, sehr geil. Es geht runter. Bin ich mal gespannt. Eigentlich guckt die Schnecke noch rüber. Er guckt nicht nach oben anscheinend. Wann kommt denn hier die Schrift an der Wand? Ah, da. Egal, wo du hingehst, geh da nicht runter. Wir werden aber gleich sehen, was da unten ist, Freunde. Und die Schnecke guckt jetzt eigentlich noch rüber. In dem Fall war es nicht so. Da seht ihr schon. Wo zur Hölle ist er jetzt? Da hat er auf jeden Fall wieder ordentlich rausgelassen. Wow, wo ist er denn hin? Crazy. Einmal mal kurz Map gebaut auf ganz chillig. Ist ja gottlos, was der da schon wieder gemacht hat, ne? Junge, wie kriegen die das immer so schnell hin? Da ist jetzt nur Pillar Room. Macht er den auf? Tatsächlich. Ist die Tür stuck oder was? Ich hätte die Tür jetzt nicht nochmal probiert aufzumachen. Wer hat denn da eigentlich so viele Gerüste hingelegt? Da kommt er definitiv schon mal nicht durch. Will er die linke Tür, Stinger Flynn Tür aufmachen? Nein, Bruder, mach nicht. Was ist da hinten? Habt ihr es gerade gesehen? Warte kurz. Da hinten ist doch was, Leute. Da blinzelt, glitzert irgendwie was. Okay. Ich hätte es an deiner Stelle nicht getan. Da ist eine Taschenlampe. Wow! Was ist das? Digga, Stinger Flynn, Alter, ist der so groß? Bro! Die Nap-Naps kommen. Oha, wie viele auch jetzt. Die ganze Nap-Nap-Armee, Digga, guck dir das mal an. Oha, richtig gut gemacht auch. Ich werde jetzt an deren... Oh, Junge, wie schnell sind die denn? Lauf durch die Tür, Bro! Junge, Junge, Junge. Ich bin gespannt, wie es jetzt weitergeht. Denn es geht noch weiter! Oh, Hallöchen! Hallo! Hey, Freunde! Ihr solltet vielleicht mal Dennis Instagram-Kanal abonnieren. Warte mal ganz kurz. Den da oben meine ich, den da. Wenn ihr eine Autogrammkarte haben wollt, dann solltet ihr da definitiv mal raufgehen. Und außerdem, glaube ich, steht Dennis WhatsApp-Nummer auch da. Also, Leute, ich muss los. Was haben wir denn längst? Oh Gott! Okay, wir sind nochmal zurück in dieser Situation jetzt hier. Wo
diese Nap-Naps kommen. Und ich weiß nicht, wie es jetzt ist. Gibt es jetzt ein alternatives Ende? War das eben das eine Ende, dass man stirbt? Und das alternative Ende eben, dass man, naja, jetzt dann halt durch die Tür gelaufen wäre? Wir werden es herausfinden. Was ist eigentlich hinter dieser Tür? Junge, du musst mal... Es ist das alternative Ende, oder? Du kannst mir erzählen, was du willst, aber... Das ist das alternative Ende! Stopp, stopp, stopp! Ich glaube, ich habe mal gesehen, in Garten of Ben Ben 2, es gab ein Dokument, dass die Tiere vor Licht irgendwie Angst haben. Irgendwie sowas. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber das ist ja jetzt sehr interessant. Hier ist die Drohne. Oh, was ist das für, wieder für ein langer Gang? Stopp mal. Er muss die Türen schließen, sonst kommen die Nightmaps, glaube ich, oder? Na, auf einmal ein richtiger Horrorfilm hier geworden. Es geht weiter. Stopp. Was ist das da hinten? Steht da Sheriff Todd da? Ich bin mir nicht ganz sicher. Ja, tatsächlich schon. Wir werden uns die Zeichnung gleich nochmal angucken können. Die Lichter halten diese Monster weg. Und da ist diese ganze Räumlichkeit, ne? Oh, Stinger Flynn. Er ist jetzt auch schon... Junge, guck mal bitte, wie groß der ist. Ist der größer als Yoshi? Ist der genauso groß wie Captain Fiddles? Was könnte das bedeuten? Ich weiß auf jeden Fall, dass diese Kanäle, Mann, die haben Zugriff auf diese Quelldateien von den Entwicklern. Das heißt, die Entwickler, also entweder orientieren sie sich auch mal ein bisschen so an diesen Animationskanälen oder die Animationskanäle wissen, was die Entwickler bringen, weil Chapter 2 und sein Content haben sich schon in einigen Punkten sehr geähnelt. Ist Stinger Flynn wirklich so groß? Wenn ja... Bro, was passiert da noch? Wir sehen hier Sheriff Todster. Warte mal, es gibt ein neues Monster. Was ist das hier oben? Ich kann es euch nicht sagen. Aber das Ding sieht auf jeden Fall gar nicht freundlich aus. Was soll das? Was soll das denn sein? Oh, Digga, das Gesicht ist auch noch da gewesen. Uff. Sehr, sehr interessantes Video. Das passiert später in dem Video. Und wie man sehen kann, kommt Stinger Flynn zum Einsatz. Aber auch noch ein bisschen mehr. Und er hat die Drohne da gerade weggehauen. Was? Digga, mit dem Abonnieren hat das ja gerade richtig gut geklappt, Leute. Finde ich gut. So, das ist jetzt das Chapter 2 Finale. Und von da aus geht's jetzt nämlich weiter. Ich bin gespannt. Da machen sie, das ist jetzt so ein Speed-Vorlauf. Und oben ist die Schnecke, Leute. Wer kennt sie nicht? Und jetzt geht's rein ins Chapter 3. Sehr wild. Sehr wild. Also anscheinend sind da jetzt erstmal viele so Gitterstäbe. Die Tür geht irgendwie nicht richtig auf. Okay. Wir haben da, also das sind mehrere Videos. Wir haben uns, glaube ich, auch schon mal einen Part davon angeguckt. Das ist jetzt sozusagen sein komplett fertiggestelltes Chapter, sozusagen. Was ist das da hinten? Seht ihr das? Da hinten ist was, ne? Habt ihr es gesehen? Guck mal hier. Was ist das denn da hinten? Das sieht ganz komisch aus. Da ist was hinten irgendwie drin. Boah, Stinger Flynn. Junge, wie groß ist der? Uiuiuiui. Bruder, so eine Taschenlampe, würde ich mich auch echt drinne sehen, ne? Würde ich mich auch echt drinne sehen. Also so eine Mechanik zu nutzen mit so kleinen Monstern, würde ich sehr cool finden. Hier ist die Drohne jetzt, es geht weiter, straight up. Ihr müsst natürlich das ganze Chapter gucken, Leute. Ist klar. Bam Bam bedeutet rückwärts Snap, Snap, hä? Fabrizio zockt, das wissen wir doch schon seit einer Weile.
Wie groß willst du sein, Stingerflint? Ja. Er ist echt groß, ne? Hier werden jetzt erstmal die ganzen Snap-Naps nach hinten gebracht, da auch. Mit dem Licht der Drohne, also mit diesem grünen Licht, können sie die irgendwie weghalten. Was da also prinzipiell erstmal nicht schlecht ist. Da ist Stingerflint. Der wird ihn jetzt so absorbieren. Okay, hier ist erstmal Ruhe. Hier sehen wir das erste Mal auch Silent Steve plus wir haben hier drüben noch ein Monster. Sehr cool. Habt ihr es gehört? Da war ein Schrei von irgendwas. Es geht weiter. Garden of Batman ist ein Kindergarten. Da oben. Erstmalig Silent Steve. Digga, da sieht der richtig krass aus. Ich weiß auch nicht, wo die das herholen. Ich habe noch manchmal das Gefühl, dass das auch teilweise selber die Entwickler sind, die diese Kanäle hier betreiben. Die kommen manchmal an so cleane Models ran, die dann auch in den Games vorkommen. Es ist sehr, sehr sass, Leute. Und er muss hier irgendwie diese Silent Steve Marken einsammeln. Aha. Project Playtime, einfach weil da ein Zug drin ist, oder was? Er hat eine Münze nicht genommen. Vertraue nicht Steve, er ist nicht dein Freund. Bambelina ist da tot. Er nimmt die Münze. Bambelina ist tot. Da ist ein Zettel in der Hand. Da sind zwei Einstichwunden. Nicht nach hinten schauen, wenn du komische Geräusche oder Knacken hörst. Er guckt nicht nach hinten, oder? Er guckt nicht nach hinten. Er läuft einfach, Leute. Das ist gut. Das ist sehr gut. Er muss da jetzt rein. Er packt die Münzen ganz schnell da rein. 7 Stück waren das, ne? Tür geht auf, er kann mit Zug fahren. Was ist das denn? Geschenke? Da liegt was, eine Karte. Ich glaube, der Typ muss durchziehen, Bro. Guck mal, Junge. Krass. Okay, das würde ich schon sehr feiern. Leckt aber auch ordentlich das Game gerade. Anderer Zug. Sheriff Todster ist einfach da, hä? Er kommt da nicht rein, stimmt's? Yo! Ist der eigentlich creepy? Hier haben wir Celine, Leute. Ich bin gespannt, was es jetzt mit dieser Schnecke auf sich hat. Wird auf jeden Fall, glaube ich, sehr interessant. Leute, lasst ein Like da, wenn ihr Garten of Batman oder meinen Kanal feiert. Ich würde mich über ein Abo freuen, das kostet nichts, ne? Einfach mal den Kanal abonnieren. Kuss. Guck mal. Ich bin Sheriff Todster. Hä? Wo sind wir jetzt drin? Mo, du auch, mein Messer. Kuss. Ich sehe schon die Hacking-Folgen in Chapter 3. Haben wir schon rausgehauen, Bro. Achso, für Chapter 2 natürlich, ne? Was ist da eigentlich passiert? Stopp, stopp, stopp. Da lagen so ganz kleine irgendwie Figuren drinnen, ne? Hier. Man-Bands, so Pillars, Joshis, Geschenke, Bandzeichnung, komische Schlüsselkarten, die eben hat er noch nicht mal benutzt richtig. Slow Celine ist tot! Ich brauche deine Hilfe. Bringe die Keykarten und die Proben zum Playcare. Dein Freund B. Was? Slow Celine ist tot. Was ist passiert? Hä? Anscheinend lebt sie noch. Digga, die ist gar nicht tot.
Sheriff Todster ist weg. Oh no. Hell no. Der Zug fährt. Oh oh. Weg, 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 weg. Junge, knappe Kiste. Hello. Die Schnecke kommt. Junge! Diggi, was ist das denn? Oha! Ich weiß nicht, was da passiert ist, aber ich... Boah, die Schnecke lebt trotzdem noch. Junge, was ist denn das jetzt? Die wird ja immer schlimmer. Das Ding ist so am Durchziehen. Oder langsam wird es ein bisschen schwierig auch, ne? Hä? Was da mit dem Auge passiert? Lol. Hä? Was geht da jetzt ab? Was geht da mit der... Oh, Junge. Welche schwarze Hand hat da gerade die Schnecke kaputt gehauen? Bro. Mal gucken. Da ist er schon, ne? Chef Pixers Tür. Zolfius. Könnte das möglicherweise sein. Abyss. Oh, was ist das denn? Da ist Chef Pixar. Was steht da an der Tür? Hier vorne, ich muss ticken zurück. Wir heißen Kids immer willkommen. Genauso wie ein heißes Toast. Was heißt das? Ist Chef Pixar Kinder? Wer ist er? Kenn ich nicht, den Charakter. Wir gucken an die Seite, hier sind Betten überall, Leute. Hä? Warum das denn? Warum sind hier überall Betten? Esse mehr, werde größer, stand noch an der Wand. Eine Tür ging auf. Ob wir Zolfius sehen? Fußschritte unten auf dem Boden. Wisst ihr, was das Interessante ist? Viele von euch immer so, ey, das ist Fanmade. Ey, das ist doch nicht das Echte. Aus irgendeinem Grund hat genau dieser Kanal die Figuren, die in Garden of Banban teilweise vorkommen, schon vorher drin. Ich habe keine Ahnung, ob der Insider-Infos hat oder ob sogar die Entwickler von Garden of Banban sind. Das kann ich euch nicht sagen. Aber da ist immer was dran. Und ich würde sagen, Chef Pixar ist ein Charakter, den wir vielleicht sogar im Chapter 3 sehen könnten. Was ist das? Wer ist er? Digga mit den Krallen? Krass. Oh. Da hören die Fußspuren auf in der Küche, ne? Oh, oh. Oh, oh, da ist er! Da ist er, Chef Pixar! Der ist niemals so klein. Der ist niemals so klein. Okay, Moment, Moment, Moment. Wir haben neue Monster. So, Zolfius ist hier. Napnap ist da. Wer ist er? Digga, wer ist er denn? Wer ist er? Chef Pixar? Stopp, 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 Freunde. Wir spulen mal einen Ticken zurück. Wer sind denn die beiden? Und er. Einfach 1000 neue Monster. Krank. Chef Pixar sieht süß aus, ne? Aber ich glaube, der Faustdick hinter den Ohren. Und wir werden uns jetzt die Story reinziehen, wie dieser Kanal zu diesem Wesen gekommen ist. Denkt dran, ich lasse auch immer ein Like bei jedem Video von dem Typen da und guck dann das Video bis zum Ende durch. Oh. Wir sind im Zug unterwegs. Ah! Könnt ihr euch doch daran erinnern? Wir hatten diese Geschichte mit der Schnecke. Mit der Snail. Die haben wir uns letzte Woche angeguckt. Da setzt es anscheinend an. Da geht's weiter. Und der war auf so einem Zug und musste die Schnecke irgendwie loswerden, ne? Aber sie ist einfach zu gefährlich. Da kommt sie.
Oh Gott! Junge, ist das Ding wild! Er hat gleich keine Waggons mehr, zwei vielleicht nur noch. Es sieht sehr schlecht aus für ihn. Es sieht sehr schlecht aus für ihn. Oh oh. Sheriff Todstar ist da, glaube ich, auch noch. Stimmt. Was können sie jetzt machen? Was können sie gegen die Schnecke machen? Stimmt, sie können die Schnecke ausschalten. Ah, das habe ich voll vergessen, Mann. Sehr geil. Die Story geht weiter. Es wird zu wild. Die Schnecke hat einfach Ultra-Instinkt, ich schwör's dir. Was war das für eine schwarze Hand? Kann mir das meiner erklären? Was war denn das gerade für ein mieser Film? Wir gucken weiter. Es ist noch nicht zu Ende. Wo ist er aufgewacht? Er hatte anscheinend einen Unfall mit dem Zug und die Kamera... Die Drohnenvermittlung. Hat da irgendwie so ein Geschenksymbol jetzt auf dem Knopf. Was das bringt, weiß ich nicht. Wir gucken. Es geht weiter durch den Tunnel. Eine Schlüsselkarte lag da drin. Bruder, wer hat da gerade Sheriff Todstar gegessen? Der Schrei. Ach du Heiliger. Ach du Heiliger. Nicht. Oh! Wow, 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 habt ihr die Augen gesehen? Da auch. Jetzt wird's interessant. Die Monster. Die neun. Die warten alle hinter der Tür jetzt, ne? Ist das Captain Fiddle? Das ist auf jeden Fall krass. Das ist auf jeden Fall krass, Leute. Die Außenbezirke trifft die Familie. Wir gucken weiter, Leute. Wo geht der hin? Außenbezirke oder zur Familie? Ich würde zur Familie gehen, ich bin ehrlich. Er geht zur Familie, das ist gut. Da ist eine Drohne. Seht ihr diese weißen Augen? Seht ihr diese weißen Augen da vorne? Die Punkte, die warten. Die warten auf ihn. Was? Wie weit ist bitte diese Halle, Junge? Bro! Tic-Tac-Toe? Tic-Tac-Toe? Bruder, du bist geliefert, Mann. Hä? Warum da ein X? Oh oh. Macht keinen Sinn. Jetzt hat er ihn. Jetzt hat er ihn an der Angel. Jetzt hat er ihn an der Angel. Jetzt hat er ihn. Nein. Ja, doch. Unten rechts, unten rechts, unten rechts. Ja, oder da geht auch. Da geht auch. Ja, ist sogar besser. Junge, er gewinnt einfach nicht. Er gewinnt einfach nicht. Er muss ihn doch schlagen, oder was? Was? Wie schlecht ist er denn? Er hat verloren. Wow, habt ihr es gesehen? Digga, Captain Fiddle ist gerade durch die Wand gerannt. Guck! Digga, da muss ich ja ganz dringend los. Da muss ich ja ganz dringend los. Guck nach hinten, Bro. Guck mal nach hinten. Also, wenn das mich verfolgt, muss ich los. Warum zwinkert der so? Ich kann es nicht sagen. Heiliger Bimbam.
strong. Bro, nimm Vitamine aus Stores, hast recht. Die Dinger fallen die ganze Zeit runter, ne? Wenn er hier durch die Tür geht, wäre er bei Chef Pixter. Uff. Da hinten ist die Tür. Da geht er hin. Er hat ihn fast. Mach die Tür auf, Junge. Was für ein Abgang, Alter. Und jetzt ist er drin, oder? Da ist Sheriff Pixter! Chefko! Wildes Video. Beim letzten Mal hat, glaube ich, Captain Fiddle, der war irgendwie so mega riesig oder so, der hatte irgendwie leicht Stress gemacht, ne? Man sieht's hier schon. Okay, das sieht gut aus. Die spielen da Tic-Tac-Toe, ne? Mit Captain Fiddle zusammen. Oh. Keiner gewinnt in diesem Game. Da hinten ist noch ein Tic-Tac-Toe-Brett. Fiddlissimus. Da hinten steht was. Wir werden uns das gleich durchlesen. Da hinten steht was an der Wand. Digga, wie der will, ist es Chapter 3, was die hier aufgezogen haben. Ich find's so krass. Er könnte jetzt gewinnen. Jetzt hat Captain Fiddle verloren. Egal, was er macht. Oder? Nein. Dann nochmal, stopp. Captain Fiddle sagt, mache deine Aufgaben und sei stark, so wie ich. Okay, ich bin der Meinung, das haben wir schon mal gelesen. Er gewinnt. Jetzt gewinnt er. Jetzt ist Feierabend. Ihr seht's. Er bricht die Wand durch und jetzt muss er von diesem riesen Captain Fiddle abhauen. Oh, Junge, so gut. Und gleich geht's zu Chef Pixter, Freunde. Oh mein Gott. Es ist sehr wild. Er ist darüber gesprungen, über das... Ist das Galvanium? Galvanium? Ich glaube ja, ne? Oha. Digga, richtige Verfolgungs-Chase-Scene, Mann. Zu krass. Stell dir vor, ganz kurz, stell dir vor, die verfolgt so einen riesen Captain Fiddle, ne? Ich muss absolut los. Zwei Kisten runtergefallen, er muss weiter durchhasseln. Da ist schon die Chefs, Chef Pixador. Aber easy, da hinten muss er hin. Oh, es wird eng, Digga, mach die Tür auf. Die Tür geht auch auf. Digga, und jetzt, meine Freunde. Smash! Oh! Bro, der war riesig, oder? Der war riesig, oder? Ey, schlimm. Guck dir das an. Chef Pixter. Und jetzt geht's weiter, Freunde. Jetzt geht es weiter. So, wir sind drin. Das ist jetzt die Begegnung mit Chef Pixter. Was, Bruder? Können wir kurz darüber reden, dass das Schwein ja eigentlich echt okay aussieht? Aber echt ein bisschen creepy ist, Mann. Oink, oink in den Chat! Oink, oink in die Kommentare! Rein! Oink, oink! Gar nichts Hass, das Ding! Junge, was ist das denn? Ich komm gar nicht mehr klar! Bist du fertig mit deinem Essen? Stopp. Chef Pixters Mission. Bist du fertig mit dem Essen? Dann mache sauber, was du veranstaltet hast. Droppe 7-mal Geschirr in die Waschmaschine und bekomme ein spezielles Geschenk. Digga, Teller wegräumen? Was ist das denn? Bruder, geil. Chef Pixter, ne?
Ey, stell dir vor, der wird aggressiv. Da muss ich ja ganz dringend los. Erstmal 7-mal Geschirr weg. Leute, wer hat das Geschirr da liegen lassen? Wer von euch hat... Wer war das? Schreibt es in die Kommentare, ne? Ihr alle, lasst eure Teller liegen. Da muss ich los. Finde ich nicht gut. Aha. Ich sag das Chef Pixer. Ich mein's ehrlich. Ist euer Problem, wenn der kommt. Digga, der hat einen Mund in seinem Bauch, Mann. Der hat einen Mund in seinem Bauch. Was geht denn ab? War der nicht eben gerade noch da? Was ist da hinten? Guck dir den mal an. Der ist Hass, Leute. Da passiert irgendwas noch. Teller reingepackt. Macht er die jetzt sauber oder was? Aktivier das Ding mal. Sehr gut. Leute, Like für Garten of Bamben Chapter 3 Content, ne? Einfach einen dicken Daumen nach oben da lassen. Mehr müsst ihr nicht machen. Lasst ein Like da, würde ich mich freuen. Habt ihr es gerade gehört? Kinder lachen. Habt ihr es gehört? Ich mach lauter. Oh nee, ich muss so los, Mann. Ich glaube, das wird gleich richtig unangenehm. Hat er sich da eingesperrt? Was macht er da? Warnung! Warnung! Bitte nicht füttern! Bitte den Chef nicht füttern! Steht hier auch noch! Er hat ihn gerade gefüttert! Oh nein! Gib ihm kein Essen! Oder was geht denn jetzt ab? Habt ihr gesehen, wie groß der geworden ist? Wir gucken direkt rein. Ich muss sehen, was passiert. Wir steigen hier ein. Vielleicht finden wir noch einen Hinweis. Ah, das sind zwei Türen, die diesen Raum führen. Und da steht noch, bitte nicht füttern. Er muss im Prinzip gleich durch diese Tür da hinten durchgehen. Oder durch die da rechts. Je nachdem. Und der winkt auch noch, ne? Eigentlich darf der doch gar nicht böse sein, wenn der winkt. Tschüssi! Wir haben 666 Likes. Der Teufel ist im Stream. Oh oh, was ist jetzt passiert? Digga, was geht denn hier jetzt? Er ist noch mehr! Der ist da noch mehr! Bro, du musst aufpassen! Oh Gott! Was geht denn jetzt ab? Nimm dir das Essen weg, Mann! Nimm dir das Essen weg! Alter! Das Schwein, das wird nicht nett sein, wenn er das füttert. Rip. Guck dir die roten Augen an. Er konnte nichts machen. Das Schwein wird größer. Oh nein. Bruder, muss ich los. Digga, sieh zu. Ich habe ein ganz ungutes Gefühl, Freunde. Das wird hier noch richtig sass. Oh. Schnell weg damit! Nein! Er wird noch größer. Wer hat von euch geschrieben, das Schwein ist nett? Wer war das? Wir gucken uns das Finale rein. Meint ihr, er schafft es? Meint ihr, er schafft es? Ich bin mir nicht sicher. Das ist krass. Können wir, also ganz kurz, ne? Der Typ hat sich die Mühe gemacht, Chapter 3 einfach fanmade zu machen, ne? Und das ist es. Das kommt dabei raus. Ich verlange von euch, jetzt ein Like da zu lassen. Das ist so wild, was der hier macht. Wahnsinn. Wahnsinn. Kriegt er das Ding jetzt hoch? Muss er eigentlich, muss er eigentlich. Das Ding kriegt er raus, ne? Ja, das nächste wird jetzt hart. Oh, Bro, nicht cool. Nicht cool. Er muss sonst weglaufen, echt jetzt. Das Schwein bewegt sich noch. Guck an, wie groß der geworden ist. Hat das gerade ein Geräusch gemacht?
Weiß ich ja nicht. Ach du Heiliger. Digga, spannend bis zum geht nicht mehr. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll, aber Junge, einfach nur krass. Ich will wissen von euch jetzt, schreibt es in die Kommentare, überlebt er das oder überlebt er das nicht? Ich habe so dieses Gefühl, er überlebt es nicht. Ich habe dieses Gefühl, der wird es nicht überleben. Also der Charakter, ne? Ich glaube, das Schwein ist gleich schnell genug. Ihr glaubt, er überlebt es? Ich bin gespannt. Ihr sagt ja, ich sage nein. Ich sage, er überlebt es nicht. Boah, Junge, das war schon eine richtig enge Nummer. Hast du das gesehen? Der hat richtig Hunger, der kleine Schweinehund. Die beiden Drohnen müssen das Paket hochnehmen. Was passiert da? Bro! Okay. Junge! Können wir kurz festhalten, dass da gerade Stinger Flynn war, der das Schwein kurz mal rausgezogen hat aus der Firma, Digga? Junge, was war das denn gerade für ein brutales Ende? Das war das letzte Mal, als wir mit Stinky Joel zu tun hatten. Wir werden heute ein bisschen die Geschichte wiederholen und zum Ende hin werdet ihr sehen, wer Null Ninja eigentlich ist. Ich hoffe, euch geht's gut. Wird sehr geil. Das ist das, wo wir stehen geblieben sind, wo Chef Pixar den Abgang gemacht hat, meine Freunde. Wer sich vielleicht noch nicht dran erinnern kann. Aber das war's. Sehr, sehr geil. Sehr, sehr geil. Da seht ihr schon, er hat sein Essen nicht gekriegt, rastet komplett aus, Wasser geht hoch und Feierabend. Er schlägt die Tür auf und jetzt, Leute. Es ist zu wild, was jetzt passiert. Es ist zu wild, was jetzt passiert. Stinger Flynn schnappt ihn und er ist tot. Und guck dir das an, wie der ihn da einfach rausgehieft hat, ne? Crazy. Und wir werden heute weiter in die Geschichte reingucken. Stinky Joel ist der nächste Kandidat. Da werden wir auch nochmal die Story so ein bisschen rekapitulieren. Und dann natürlich, wie kommt man eigentlich zu Noodle Ninja und wer ist das eigentlich? Heute sehr geil. Da seht ihr es schon, ne? 5 Gänge, die irgendwo hinführen und er sagt schon, lass uns Stinky finden. Und Stinky Joe ist absolut schüchtern. Und da sieht man schon auf dem Boden, es gibt Spuren. Sehr wilde Spuren. Was geht hier ab? Sehr, sehr geil. Sehr, sehr geil. Ja, diese Fußspuren, ne, die da in diesen Room reinführen. Moiners! Mach mal die Tür auf, Kollege! Darf ich euch vorstellen? Der Mülltonmann! Stinky Joe! Joey Boy! Und er guckt gerade in die Biotonne rein, aber es war gar nicht der echte, Leute. Das war nicht der echte. Nur einer davon ist echt. Was würdet ihr da tun jetzt? Stellt mal vor, ihr seid jetzt hier und der Stinky Joey. Digga, du wirfst ihn halt um und es fängt sofort an zu flippen. Und die bewegen sich, ne? Wer bewegt die so schnell? Uff. Welchen würde man um... Das ist... Welcher ist der richtige, fragt er sich. Alter, es leckt so schlimm, das Game. Und das war der richtige tatsächlich. Und es ist dann Room offen, ne? Irgendwie ist da jetzt also Licht reingegangen. Habt ihr es gesehen? Die Tür links. Irgendwie ging die auf. Keycard auf dem Boden. Ah. Leute. Was ist das für ein Zimmer? Wem gehört das Zimmer? Wem gehört es?
Wem gehört das Zimmer? Dachte schon, Freeze, Standbild. Nein. Ich habe das tatsächlich gelöst, das Problem, Leute. Falls ihr es noch nicht wisst, mein Internetbrowser hat dafür gesorgt, dass mein PC halt abstürzt, weil ich mache ein Video an, 90% CPU-Auslastung. Es lag nicht an meinem PC, es lag an dem Internetbrowser. Das muss man sich mal vorstellen, Alter. Krass. Ich schwör's euch. So, jetzt wird erstmal Essen sortiert. Und dann bin ich mal gespannt, wie er gleich auf Ninja Nudelmeister kommt. Er hat falsch gemacht, ne? Er hat falsch reingepackt. Er hat nicht richtig getrennt. Jetzt ist vorbei. Und das war das Letzte, was wir gesehen hatten, oder? Ja, das war das Letzte, was wir gesehen hatten. Er hat das Ding aktiviert. Springt hier runter. Und es geht weiter. Okay, ganz neue Situation jetzt. Wo geht's hin? Überall liegt komischer Mist auf dem Boden. Bro, hat der den gerade rausgenommen aus dem Leben. Digga, Hashtag RIP in die Kommentare. Der hat ihn sowas von rausgenommen. Bro, bei dem war Feierabend direkt. Der ist weg. Wo geht's jetzt hin? Nudel Ninja. Da ist er, Leute. Ich bin, das sieht man ganz schlecht, Leute. Ich bin immer auf dem Weg in eine gute Verfassung. Okay, das verstehe ich jetzt nicht. Movement is the key. Also der bewegt sich anscheinend viel. Der Nudel Ninja. Das ist er, oder was? Hier? Jetzt? Was steht da oben? Nudel Ninjas Mission. Wow! Bro, was ist das denn? Bist du bereit für einen Gang? Nimm dir den Regenmantel, Schal, Regenschirm und Gummistiefel und dann frag das Personal, um dich rauszulassen. Okay, das verstehe ich noch nicht so ganz. Was ist das denn für ein Charakter? Ganz merkwürdig jetzt hier. Spinde? Sind da Regensachen drin? Nö. Oh, Bro. Er muss so viele Spinde öffnen. Digga, hätte ich keinen Bock drauf. Okay, Gummistiefel hat er sich angezogen. Ist ja schon mal gut. Aber wofür braucht er das denn gleich? Digga, wie viele Spinde hier drinne sind. Was ist das? Ein Schal hat er sich auch schon genommen. Er muss weiter gucken. Oh no, ne? Oh no, ne? Ganze Spinde abchecken. Gar nicht cool. Regenschirm hat er. Er braucht nur noch den Regenmantel, soweit ich weiß, ne? Noch den Regenmantel, Leute. Junge, wer ist der Nudel Ninja? Wer ist ein Nudel Ninja? Ich check's nicht. Er macht auf. Okay, ja. Da ist der Regenmantel. Okay, sah ein bisschen crazy aus, aber ja. Hört ihr das? Er hat eine Drohne gefunden und ein Papier. Niemals Nudel vertrauen. Er wird dich nicht rauslassen. Nimm die Drohne und versuch rauszukommen. Dein Freund B. Oh no. Nudel Ninja ist doch nicht so cool. Habt ihr den Schatten eben gesehen? Der war doch hier gerade, oder? Oh Gott. Yo. Er muss jetzt hochlaufen. Digga, was ist das denn? Der Nudel Ninja, Mann. Luke, alles gut. Hast ja richtig geschrieben jetzt. Oha. Krass. B könnte Ban Ban sein, Alpha. Hast du recht. Nudeln sind Verräter. Da vorne. Yo. Fahrender Einstieg direkt. Digga, richtiger Actionfilm. Guckt er den an. Der erinnert mich ein bisschen an Mami Long Legs. Ich bin ehrlich. Bisschen. Es geht rüber. Boah, ich bin mir nicht sicher, wo er jetzt rauskommen muss. Yo, alter Schwede. Okay, der hat heftige Fähigkeiten. Der hat heftige Fähigkeiten, Leute. Lasst ein Like mal für den Stream, der Gauner. Was ist das hier eigentlich? Er steigt drauf. Der Nudelmeister. Da oben ist die Tür mit dem Schalter. Da oben ist die Tür mit dem Schalter. Bro, raus mit dir. Was ist dahinter? Mach die Tür auf! Geiles Ende.
Habt ihr seine Stimme gehört? Das war krass. Bin ehrlich. Das hier ist jetzt die Fortsetzung von Garden of Benben 3 Nudeln Ninja. Und wie kommen wir zu Hunter Tim? Das ist jetzt die Frage. Ich bin sehr gespannt. Hier ging es ja darum, dass er sich die Drohnen und so weiter besorgen musste. Und da sieht man das erste Mal Noodles Ninja, ne? Den absolut ekligen. Bruder, ich muss ein bisschen leiser machen. Es ist richtig laut. Oh, oh. Oh, guck dir das an. Krasser Charakter, kranke Skills. Und der muss jetzt hier irgendwie rauskommen, ne? Junge, wie krank das getimed ist. Kann der hier weg? Oh, oh. Ich check gar nichts mehr. Ich check gar nichts mehr, Leute. Er wird immer noch verfolgt, ne? Junge, unglaublich. Ja, so ein... Oh, brutal, Mann. Geht's jetzt zum Ende raus? Wo ist denn Hunter Tim? Aber wann geht er jetzt mal raus? Da oben ist doch offene Tür, anscheinend. Digga, zieh. Zieh durch. Wenn der jetzt gefressen wird, raste ich aus. Tür auf. Tür auf. Tür auf! Er ist ausgewichen. Unglaublich. Wo ist er jetzt? Was ist denn das für eine Räumlichkeit? Okay, wir müssen uns hier mal ganz kurz umsehen. Es gibt hier eine Kletterwand. Weiß gar nicht, seit wann das so ist, aber die ist da. Und was ist das hier? Ein Trampolin. Ein Trampolin, interessant. Die Drohne ist irgendwie größer, als ich dachte. Hello there. Ninja Noodles? Wieder im Game? Hä? Oder was ist? Habt ihr es gerade gesehen? Ich spule nochmal kurz zurück. Digga, also da denke ich an ganz komische Dinge, ne? Was ist das denn? Bro, was ist das? Gewesen? Digga, den hat so weggerappt! Den hat so weggerippt, Mann! Feierabend! Also, der Nudel-Ninja geht jetzt erstmal im Ventilator Nudeln machen. So ein Ding ist das. Krass! Habt ihr es gesehen? Bro, das Geräusch, habt ihr es gesehen? Ich schwul zurück. Gucken rein, ich bin so gespannt! Hunter Tim heute! Sehr wild! Jetzt gucken wir uns allerdings erstmal Hunter Tim an. Oh, okay, die Umgebung sieht jetzt mittlerweile ganz anders aus. Hunter Tim sagt irgendwas, wir gucken gleich mal hinter. Ist er denn? Ist der blind? Hunter Tim sagt, wenn deine Augen blind sind, dann sehen deine Ohren stattdessen. Aha, hab ich noch nie gehört. Ich sehe nichts mehr. Ah, ich sehe durch meine Ohren, klar. Hä? Na, wir gucken mal. Der sieht aber schon komisch aus. Wir schauen uns gleich mal den Charakter itself an. Oh, Junge. Okay, das ist aber jetzt auch nicht so groß, ne? Der sieht jetzt irgendwie... Ha, ich würde gerne sehen, was da drauf steht. Warte mal. Hunter Tim sagt außerdem, Erwachsene wissen es besser. Hört auf sie oder ich komm euch holen. Abonniert Dennos Kanal. Ich bin erwachsen. Ansonsten kommt Hunter Tim. Ich überbringe nur die Nachricht. Was geht da oben ab? Hunter Tim ist noch unten. Macht da irgendwie rum. Und der muss jetzt hier einen Code eingeben. Was ist das für ein Stück Papier? Ich habe vergessen, wo der verdammte Schlüssel ist. Es könnte der 8. Spind sein von der großen Tür an. Er muss zurück zum Spind. Boah. Könnte eklig werden. Okay. Ich habe da rechts. Da rechts habe ich einen Spind gesehen. Da weiter, der ist lila. Der da. Ah, guck, Digga.
Noch ein erstens, wer hat das ganze Essen, Chat? Wer hat das ganze Essen gegessen? Mit pinkem Fell rennt sie weg. Hä? Drittens, Gerechtigkeit wird siegen. Und, eine Waffe. Viertens, wie Hulk, aber dümmer. Was soll es bedeuten? Oh Gott. Digga, hat sich in den Spind rein. Ficker. Jumpscare. LOL! Das ist der Ficker-Jumpscare. No! Digga, was? Hat er nicht gemacht? Ich wusste, der hat mich an Ficker erinnert. Ich schwör's dir, die ganze Situation. Hängt er da im Spind und muss diesen machen? Weg. Boah, Junge, es leckt aber gerade extrem. Es leckt aber gerade extrem. Wer ist er? Bro, wer ist er denn? Der war viel größer, Mann. Digga. Er ist im Spind, ne? Oh Gott. Junge, der macht die Spinde alle kaputt. Big Papa. Luigi sagt, das ist Big Papa. Bro, guck an, wie groß der ist. Der geht ja bis zum Geländer. Er muss hier weg. Er muss jetzt hier weg. Wie schnell willst du das Rätsel lösen, Bro? Keine Chance. Der stirbt. Hä? Ich hab gar nichts gecheckt. Hier, da stand was an der Wand. Boah, Junge. Guck den. Die waren zu zweit. Die waren tatsächlich zu zweit. Guck mal hier. Da ist einer. Und auf der anderen Seite hier oben. Bro, krass. Hunter Tim sagt, einsame Wölfe verlieren immer. Seht ihr das genauso? Hashtag einsamer Wolf. Wer glaubt, dass ein einsamer Wolf ist? Ich glaube auch, dass einsame Wölfe oft den Kürzeren ziehen. Boah, Junge, das ist ja noch einer. Oh, das ist ja noch ein... Riecht ihr das? Es riecht nach vollgeschissenem Klo. Wer war da kacken von euch? Wer war da kacken? Guck mal. Dem gehen sogar die Augen flöten, weil hier so stinkt. Hat keine Augen mehr deswegen. Weil irgendeiner Riechchen rausgepresst hat. Yo! Okay, der Typ ist aber absolut geliefert. Digga! Der wurde so aufgegessen. Oh, wir hatten diese... Ah, jetzt weiß ich, wo wir sind. Wir hatten diese Figure-Scene mit Hunter Tim und so. Das war ein bisschen sehr crazy. Und dann ging das hier irgendwie so ein Stückchen rum, weil er vom Großen verfolgt wurde, ne? Ich skipp gleich ein bisschen, Leute, weil das haben wir gestern schon gesehen. Ja, oder... Der ist so krass. Der reißt einfach die Schränke um, ne? Junge, wie der im Ziehen ist! Lauf nach oben, Bro! Guck dir das an. So eine Riesenkreatur. Er arbeitet sich hier durch und da geht's zu Coach Pickles. Und das wollen wir uns jetzt ansehen. Was passiert? Junge, der ist gegen die Wand gelaufen. Bro, was geht denn hier ab? Coach Pickles, sehr, sehr interessanter Charakter. Leute, meint ihr Coach Pickles ist gut oder meint ihr Coach Pickles ist schlecht? Gut oder böse? Gut, ihr meint gut? Ja, ich glaube auch. Ich glaube auch. Aber ich weiß es tatsächlich nicht zu 100%. Der YouTube-Titel sagt, ist ein guter Boss da. Wir haben... Oha, Bro. Oha, Bro. Ey. Guck mal hier. Wir haben hier natürlich die neuen Bosse und so weiter. Digga, der Elefant ist ja anders fett. Bro, der nimmt hier einfach 3-4 Leute ein. Dann haben wir das Schwein, Joel, Hunter Tim. Wer ist er? Wer ist er, Digga? Interessant. Nachbarkrieg bei Danny. Na, die haben heute auch schon gerumst. Alles gut. Oh, ein... Ich weiß nicht, was Rap heißt, Leute. One more Rap. Möglicherweise soll er noch irgendwie eine Liegestütze machen oder sowas. Denke ich mal. Irgendjemand hat da gesteppt. Arbeite härter, du Made.
Aha. Du bist fast da. Was passiert denn da jetzt? Suchst du nach einem Coach? Du suchst nach einem Coach, oder? Guck hinter dir. Bro, wer ist er denn? Was ist das da oben? 12 Uhr 24? Warum? Oder soll er jetzt Basketball spielen? Coach Pickles Mission. Bist du bereit, um ein bisschen Spaß zu haben? Du musst den Coach mindestens in einem Spiel schlagen, um eine Belohnung zu bekommen. Okay, also anscheinend muss er jetzt irgendwie hier aus dieser Sporthalle raus. Junge, diese Fantasie dieses Creators, krass. Jetzt einfach eine Sporthalle in einem Kindergarten. Einfach eine Sporthalle drin. Sehr wild. Wer ist er? Stopp. Da links stand was an der Wand. Wenn du die Regeln brichst, wirst du disqualifiziert. Okay, da meint's richtig ernst. Junge mit seinem Rüssel da. Zeig mal, was du kannst, Bruder. Er macht einen Basketball in der Hand. Junge, der ist ganz schön groß, ne? Drei Basketbälle. Hat jemand von euch schon mal drei Basketbälle in die Hand genommen? Ich nicht. Wer kann das? Was hat der für eine Hand? So? Er wirft den Basketball. One point. Er hat ihn den Ball aus der Hand geworfen. Nochmal. Ey, Coach, wer hat gesagt von euch, Coach Pickles ist ein guter? Wer hat's gesagt? Ein dreister Gauner ist das. Ein ganz dreister Gauner. Yo. Oh nein, er ist kurz vorm Ende rausgeflogen. Gauner, Ehrenloser. Wenn man wieder redet, hört sich an wie meine Ex-Freundin, weißt du? Ungefähr so. Er geht hoch. Was muss er hier machen? Parcours laufen. Hör doch mal auf zu nerven, Junge. Anscheinend gibt es jetzt einen Bossfight. Er ist runtergefallen. Er wird mit dem Rüssel jetzt irgendwie wahrscheinlich... Oha, einfach die Drohne ins Auge geflogen, Digga. Benjamin, du lieber Elefant. Bist bekannt im ganzen Land. Ich weiß nicht mehr, wie es geht. Töre. Okay, den Elefant finde ich mega lustig, ne? Der bewegt sich aber auch richtig komisch. Ist das Ben? Sieht so aus. Da steht was an der Wand. Warte. Die vierte Challenge. Kann man auch noch machen. Das ist jetzt die letzte, oder was? Die letzte Challenge, Leute. Was geht hier ab? Hör mal auf, Basketbälle zu werfen, du blöder Elefant. Oh, Leute, wer hat den Elefanten in die Sporthalle gelassen? Wer war das? Wer hat den Elefanten in die Sporthalle gelassen? Wer lässt Elefanten in die Sporthalle von euch? Erzähl's. Ach, alle ihr wart das? Alle gemeinsam? Ihr seid alle rausspaziert und habt gesagt, komm, ich hole den Elefanten in die Sporthalle rein? Nee. Puh, das erzähl ich dem Schuldirektor. Junge, der Elefant hat die Leiter runtergerissen und wirft Basketbälle. Bro, wie weit muss der nach oben klettern? Digga, der kommt mit seinem Rüssel ja über, Alter. Junge, lauf. Ja, sieht gleich ganz schlecht aus, ne? Ja, der Ball auch einfach dagegen. Da kommt der Elefant auch niemals ran. Der verarscht mich. Und wie der da auch immer runterfällt. Der Typ spielt einfach gerade Donkey Kong in Real Life. Gooey Bush safe. Dieses Mal nicht. Dieses Mal ist er weitergekommen. Oh wow. You've been a good player. I like you. Let me help. Kann der jetzt auf dem Elefant reiten? Der mag den jetzt.
Also mit dem Elefant gewinnst ja wohl jeden Fight. LOL! Hallo Lehrerin! Ich soll nachsitzen? Fragen Sie mal den Elefanten, den ich dabei hab. Oha! Ey, krass! Sehr krass! Okay, gucken wir mal. Hä? Hunter Tim verfolgt ihn. Crazy. Ich hätte auch gern so einen Elefanten bei Swaymer, ne? Der Kleine, den kann er doch mit seinem Rüssel locker weghauen. Erzähl mir doch nichts. Jo, ist das doch Garten of Banban? Da steht was links, da steht was links. Stopp. Stopp. Wird verfolgt. Es ist Schlafenszeit. Alle müssen leise sein. Deswegen ist Hunter Tim, glaube ich, so sauer. Der Elefant kann ihn so wegslappen. Ich hoffe, er macht's. Oh, da kam noch einer raus. Zolfius? Nein, die Zolfius-Tür! Oh, da willst du gar nicht rein. Da willst du doch gar nicht rein. Der Elefant. Er sagt, geh, geh, geh. Bro, der ist durch die Zollfürstür gelaufen. Krass. Okay, das könnte heftig werden. Was ist das? Neuer Chapter 3 Trailer, bevor wir zu Nippler kommen. Junge, was ist das für ein Ruhm? Oder viele Türen sind da. Was ist das für ein Enemy? Hat den irgendjemand schon mal von euch gesehen? Komisches Fliegenmädchen? Also, weißt du, ich mein? Was ist das für ein Raum? Ein Fitnessraum? Ah, Bruder, Sport bin ich raus. Muss los dann auch, ne? Tschüss. Ja, okay. Zeit. Also hab keine Angst, er ist freundlich, stand da an der Wand, ne? Okay. Aber wer? Okay, was ist da hinter der Ecke? Wer ist er? Was ist das für einer gewesen? Habt ihr es gesehen? Sechs Augen, ich gehe kurz zurück. Vier. Ganz komischer Charakter, ganz komischer. Was ist denn da drin? Ach was. Irgendwie also der Raum nimmt immer mehr an Form ab. Junge, habt ihr gerade das Monster hinter der Tür gesehen? Habt ihr gerade das Monster hinter der Tür gesehen? Ist das ein Spoiler, was bald kommt? Nach Chef Pixar und so? Junge, was ist denn das für ein Raum? Bro, wer ist er denn? Was ist das? Ist das der... Ist der so groß, der Charakter? Da sieht man sie alle, Mann. Das hier ist auf jeden Fall einer der absolut Großen. Stinky Joel ist hier so im Hintergrund, ne? Wen haben wir hier noch? Digga, was ist das für ein Brokkoli? Nippler. Ist hier einfach ein Baum. Brokkoli oder so. Hier haben wir diese Bienenkönigin oder sowas. Crazy. Das war die Pfote einfach nur. Ich bin gespannt. Stimmt, er hat ihn auf den Rücken genommen. Und... dann sind die, glaube ich, erstmal durchgezogen und die wurden irgendwie von Hunter Tims verfolgt oder so. Und dann ging es, glaube ich, in diesen Zolfius Room. Ich bin der Meinung, so war das. Und ab da geht's jetzt weiter. Der ist aber echt schon langsam, der Elefant, ne? Dass er das Ding da auch einfach so umtackeln kann. Okay, hier kurz die Frage. Warum kann er den kleinen Hunter Tim nicht einfach wegböllern? Weiß ich nicht, warum. Oder der macht sogar einen Container zur Seite. Aber der ist ein Problem, oder was? Der Elefant ist schon süß, ne? Ja, schon. Jo. Oder wie weit springt ein Elefant? Hast du schon mal einen springenden Elefanten gesehen? Da kommt schon der nächste raus. Da geht's in den Zollfluss-Room. Genau, so war's. Uff.
hier kritischer Moment, weil jetzt, Leute, wird's halt nervig, weil jetzt lässt Coach Pickles den Hauptcharakter sozusagen rüber und bleibt da. Und man weiß nicht, was passiert. Lebt er noch oder stirbt er? Er sagt, geh, geh, geh. Und es geht ab in den Room. Und jetzt sind wir wieder im Film. Was ist da drin? Komischer Himmel. Schlafraumregeln. Schreibe deine Träume nieder und pack sie unter deinem Kissen. Besser. Oha, Zolfius sagt hier, sei leise. Niemand mag es zu schlafen in einem lauten Raum. Okay, interessant. Es geht jetzt in die Tür von Nibbler. Ist das Nibbler? Ja. Nibbli, Alter. Nibbelt. Nibblerimus. Er guckt sich hier die Betten an. Er hat irgendwas aufgesammelt. Ich habe das gar nicht so richtig gesehen, was er da gesammelt hat. Lass gleich mal gucken, wenn wir da an dem Bett irgendwie sind. Ist das ein Zettel? Nee, hier ist irgendwas. Das war... Ah! Die Zettel, die Träume, die auf den Zetteln geschrieben worden sind, die sammelt er jetzt sozusagen ein. Okay, crazy. Okay, crazy. Was macht er jetzt mit diesen Zetteln? Er muss sie in das Glas packen oder was? Nee, er hat ein Glas genommen und... Wohin damit? Ist Nibbler der Traumesser? Guck, oh, yo! Habt ihr es gesehen? Was ist das denn? Bro, was ist das denn? Die Flasche mit den Träumen da rein. Und dann ab in die Grube damit. Leute, es ist Nibbler der Traumesser. Die Träume werden in den Eimer reingepackt und dann in die Grube runtergelassen. Bro, der kommt da gleich safe raus. Nibbler der Traumesser. Zack. Okay, Bro, der war riesig. Der war richtig riesig. Bin gespannt, was kommt. Also, runterschmeißen. Dann kommt er hoch. Game leckt wie sonst was. Digga, guck mal alleine, wie groß sein Auge ist, ne? Also, es könnte der größte Charakter oder einer der größten Charaktere in dem Game sein. Nibbler, der Traumesser. Warnung! Wenn Nibbler ausflippt, Emergency-Knopf drücken. Oh, oh. Mit der Drohne, ne? Anscheinend wird er durch diesen Notfallknopf gebändigt und schläft wieder. Junge, das ist ja richtig verrückt. Vorbereiten fürs Bett. Kissen nehmen. Ja, Decke, Pyjama, Pipapup und Schlafmaske draufpacken. Wenn man nicht im Bett ist, muss man sich bereit machen. Irgendwas mit Nibbler. Ich weiß es nicht. 30 Sekunden Zeit nur noch. Was passiert jetzt? Er muss sich, glaube ich, ins Bett legen, oder? Kann das sein? Er braucht die ganzen Schlafsachen. Nun, stell mal vor, du musst da schlafen gehen als Kind. Das ist ja ein Kindergarten alles. 7, 6... Was passiert jetzt? Oh, oh. Er wurde ausgenockt. Und von irgendjemandem verschleppt. Oder? Der wird von irgendjemandem verschleppt. Er ist in die Pit runtergezogen worden. Nibbler zieht alle mit rein, die nicht schlafen. Bro, wer ist das denn? Krass! Guck mal, wie groß der ist. Okay, das sieht jetzt mittlerweile ein bisschen anders aus. Da ist er auf der linken Seite gewesen. Hier. Alter, guck mal die Kreatur aus dem Dunkeln an. Was ist das denn? Der, da muss aber ganz schnell weglaufen jetzt, ne? Aber ganz schnell. Bro, das ist ja ein richtiger Käfig da drin. Was macht er mit der Drohne?
Alter Schwede, das ist ein Bossfight, oder? Krass. Junge, krass. Das ist einfach so eine Ausgeburt von Celine Snail oder so. Bro, was soll man da machen? Was soll man da machen? Da kannst du doch nichts machen. Er ist in den Müll gefallen. Und das war's für ihn. Oh, er ist in den Schlund reingesogen worden. Zu wild. Okay, das war jetzt das eine Ending. Jetzt gibt's allerdings noch das andere Ending. Das war das eine Ending. Jetzt gibt's das alternative Ende. Was passiert, wenn er ihn nicht kriegt? Hörst du's? Digga, der Elefant! Bro! Coach Pickles gegen Nippler jetzt? Diesen hier? Babam, bam, bam oder was? Ja, da bin ich mal gespannt. Was meint ihr, wer gewinnt? Schreibt's in die Kommentare. Wer gewinnt das Duell? Coach Pickles oder Nippler? Ich weiß ja nicht, ne? Ich glaube, dass das Coach das macht. Coach macht es. Bruder, es geht jetzt hier den übelsten... Boah, Junge, er hat einfach einen Basketball rangeworfen. Digga, krank! Der Smackdown! Was? Der reißt jetzt nicht die Säule runter, oder? Ich weiß echt nicht, was da gerade passiert. Ich kann mir vorstellen, Nippler macht das, ne? Aber Coach Pickles lässt sich auch nicht verarschen. Was mit der Drohne? Oh, Junge! Mit dem Rüssel, da knallt er es wieder. Warum macht er das Ding kaputt? Kann er das Teil da hochnehmen? Nein. Was passiert, wenn die ganzen Säulen runter sind? Die letzte Säule bricht gleich durch. Was passiert dann? Ja, jetzt. Stürzt alles ein? Es stürzt alles ein? Oh mein Gott! Coach Pickles hat ihn hochgeworfen und Nippler und er krachen zusammen. Das ist ein Unentschieden. Keiner überlebt. Da wirft er ihn hoch. Und jetzt bricht das da unten alles ein. Er müsste eigentlich weg, ne? Oh Gott. Alter Schwede. Bro, das zu animieren ist so heftig. Crazy. Er ist in die Ruine eingestürzt und geht jetzt mit der Drohne nach Coach Pickles suchen. Nein! Da liegt der Dead. Junge, der Elefant ist, glaube ich, absolut RIP. Er lebt noch. Er hat sich bewegt. Du kannst mir erzählen, was du willst. Ist völlig egal. Aber dass der Elefant das auch noch überlebt hat, möglicherweise stärkste Charakter, ne? Seine Nase ist gebrochen, sein Rüssel. Er kann nichts mehr machen mit seinem Rüssel, der ist gebrochen, Leute. Wo kommen denn diese Betten immer her? Wer schmeißt da diese Betten? Es geht auf jeden Fall in diesen Room rein, soweit ich das denken kann. Und wo führt der hin? Junge, das ist ein Fahrstuhl. Neues Chapter? Coach Pickles lässt ihn alleine. Hört ihr das? Bro, der ist einmal komplett nach unten gestürzt. Habt ihr dieses Mädchenlachen gehört? Oh mein Gott. Es gab ein Mädchenlachen. Und danach ist alles kaputt. Oh, das wird noch ganz, ganz wild. Neuer Charakter kommt. Und da sehen wir es. Nippler und Coach Pickles waren unten und alles ist unten eingestürzt. Und man sieht's, ne? Da ist jetzt erstmal Feierabend. Da geht gar nichts mehr. Alter, voll krass. So heftig animiert. Und hier ist alles dunkel, ne? Man weiß halt nicht, ob der Elefant noch lebt. Ich kann mich selber nicht mehr dran erinnern. Was ist da passiert? Der Elefant lebt noch. Er lebt noch.
Sein Rüssel bewegt sich. Er kommt hoch. Aber sein Rüssel ist gebrochen. Nach dem Kampf hat er sein Rüssel gebrochen. Das ist nicht gut. Dir ging's hoch, ne? Das ist der Room von Zolfius. Die Betten kommen. Boah, Junge, der muss ja richtig ausweichen. Uff. Er leitet ihn durch die Tür. Und da ist der Fahrstuhl. Und da geht's jetzt hoch. Der Elefant ist cool, Leute. Also Coach Pickles ist einer meiner Lieblingscharaktere aus dem Fanmade, ne? Oh, oh. Und der Fahrstuhl ist runtergebrochen, weil irgendwas den Fahrstuhl angegriffen hat. Oh, Junge. Wilde Story. Wo wacht er auf? Was ist das da oben? Er hier. Komische Biene. Aha. Wasche dein Gesicht jeden Morgen und du wirst genauso hübsch sein wie ich. Okay, sie ist also eine Prinzessin irgendwo, auch so ein bisschen. Aha. Sehr komisch. Weiß ich ja nicht, ne? Ist das eine Sporthalle? Ist das eine Sporthalle? Was ist das für ein Schalter? Er geht zurück. Weil es jetzt ziemlich dunkel wird. Oh, da war noch ein Schild. Wir müssen einmal ganz kurz gucken. Da war noch ein Schild. Tanze wie ich, du schöne Königin. Hm. Was ist da? Ein Ball. Und er kommt zurück. Das ist so dieser Moment, wo es ganz kritisch wird, wenn man den Ball irgendwo ins Dunkle wirft und der dann wieder zurückkommt. Weiß ich ja nicht. Oh, hier sehen wir den Charakter. Sehr, 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 sehr nice. Die redet sogar. Junge, was ist denn das für ein Käfer? Ich bin mal gespannt. Kannst du dich mal umdrehen, bitte? Ich will einmal kurz gucken, wie der Charakter aussieht. Uff. Oha, was für ein Rätsel. Der muss sich einfach merken, wo er hingehen muss. Oder was? Boah, Junge, wie schwer ist das denn? Es ist zu viel Licht da, ne? Man sieht den Charakter noch nicht in der gänzlichen Blüte. Ich weiß halt nicht, ob die aggressiv wird, ne? Warte mal, ich konnte mir auf jeden Fall merken, wo. Der muss da rüberspringen, genau. Und dann? Crazy. Alter, habt ihr es gesehen? Die läuft ja wie eine Spinne. Okay, krass. Ich bin mal gespannt, warum Coach Pickles bald kommt. So, da kann er eigentlich easy rüberspringen, würde ich halt mal sagen, ne? Vom Ding her. Junge. Er ist falsch! Oh mein Gott, er ist auf die falsche Position gegangen. Hier, da sieht man den Charakter. Es ist ein Bein... plus noch eins, vier Beine hat die, zwei Scheren. Das, nach was sieht das aus, ne? Nach was sieht das aus? Irgendwie wie so eine Gottesanbeterin so ein bisschen, oder? Voll crazy. Zwei Augen, die hat sogar eine Krone oben drauf und so ein paar Fühler. Die Lichter sind jetzt gerade auf jeden Fall ein bisschen störend, ne? Muss ich schon sagen. Oh! Coach Pickles hat ihn aufgefangen! Und jetzt laufen die los, alter Schwede. Ich glaube, das findet die nicht so gut, ne? Oh, Junge, da sehen wir es nochmal komplett. Also, die ist schon aggressiv. Könnte auch eine richtige Ameisenkönigin werden, ne? Oha!
Alter, warte, was macht sie da vorne? Alter Schwede, okay, die hat so eine defensive Haltung irgendwie. So, ist das ein Angriff jetzt, was sie da machen will? Oder ist das irgendwie zum Verteidigen, weil sie Angst vor dem Elefanten hat? Coach Pickles ist auch der absolute Ehrenmann, ne? Er bringt wieder den Charakter weg. Ich weiß noch nicht, warum er das Ding da um... Oh Junge, die ist ja richtig wild unterwegs. Okay, die läuft durch diese Gitter durch. Das finde ich ein bisschen komisch. Das ist sehr sass auf jeden Fall. Oh Junge, die ist ja richtig nah dran. Also schon witziger Charakter. Da kommen wir die Lippen an. Die ja zu wild. Ach, die schmeißt die Dinger runter. Oh, ist das Kamera? Hallo, meine Freunde. Die gute alte Gottesanbeterin. Digga, wie lang ist denn bitte der Gang jetzt noch? Geht der noch weiter? Was wird denn das jetzt hier? Bro, wie, der stirbt ja jede Folge. Jede Folge stirbt er. Was ist denn das hier? Irgendwas passiert jetzt gleich. Ich glaube, Coach Pickles packt nochmal irgendwas aus. Boah, Junge, die Fernbedienung ist ja richtig am Zittern. Sag mal, was gebt ihr dem Charakter so von 1 bis 10? Also ich finde, im Vergleich zu den anderen, das ist deutlich länger. Der Charakter ist deutlich länger da und es passiert da auch mehr. Aber so alles in allem, weiß ich nicht. Also eine 10 von 10 wird es bei mir auf jeden Fall nicht. Sag ich euch, wie es ist. Ich würde so sagen, so eine stabile 6 bis 7 von 10 wäre ich auf jeden Fall down auch, ne? Oh, yo. Alter, der Elefant! Was geht jetzt ab? Lass den nicht hängen, Bro! Lass ihn nicht hängen, Bro! Bruder, ein Basketball und die geht weg. Hä? Also, da kannst du mir erzählen, was du willst. Aber das war ja wohl total gut. Okay, direkt geklärt. Ich finde das... Oh, da sieht man, ne? Sein Rüssel ist immer noch gebrochen. Er kann mit dem halt nicht mehr viel machen. Junge, geh da rein. Was? Darf der da jetzt nicht in den Fahrstuhl gehen? Okay, Digga, da wird einfach jetzt ein Generator reingebracht. Ja, also man sieht, ne? Also hier ist der Haken nicht so ganz dran. Das sind so Dinge, die kann man vernachlässigen. Also ich meine... Cleaner wäre es natürlich, wenn er es vernünftig gemacht hätte. Aber es ist halt alles in allem eine Animation. Der haut jeden Tag sowas raus, ne? Das muss man auch irgendwo ein bisschen zu schätzen wissen. Ist schon in Ordnung, sag ich mal. Wofür sind denn diese Dinger? Da hat das geklappt. Da hat das tatsächlich geklappt. Okay, er geht rein. Und wo geht's jetzt hin? Mit dem Fahrstuhl runter. Warum brauchten die das? Verstehe ich nicht. Es geht hoch. Mhm. Also von der Logik her müsste der Ausgang jetzt auf dieser Seite sein. Oder da passiert jetzt gleich noch was. Sie ist wieder da. Da war sie noch, ne? Ja, Leute, also schreibt mal gerne rein auch in die Kommentare. Was haltet ihr denn davon? So von diesen Animationen. Wie findet ihr das, wenn wir uns sowas angucken? Weil man muss ja sagen, das ist ja schon immer so ein bisschen was anderes wie normale Reactions. Ich finde das aber irgendwie immer ziemlich cool, mir sowas reinzuziehen, weil ich das halt auch die Arbeit natürlich dahinter sehe. Und ich bin halt einfach so ein Typ, ich mag diese Stories einfach, ne? Die sind richtig krass. Ah, das ist Dr. Fluffy Pants jetzt hier, ne? Der hat, glaube ich, Coach Pickles gerade irgendwie versucht zu... reparieren. Ah, stimmt. Und jetzt wurde er runtergezogen. Zu toll, Victor. Das war die Story. Stimmt. Hatte ich schon... War ich schon komplett wieder völlig lost. Drohnenverbindung wieder eingesammelt. Man kennt ihn. Ich bin ehrlich, das, was die hier teilweise machen, es hört sich echt sad an, aber ist besser als Garden of Banban Creator, ne? Also die Leute, die das hier bauen, die sind schon krass. Und in welcher Zeit die das auch bauen? Wahnsinn. Stimmt, da war jetzt was an der Wand. Hör, was ich sage, nicht, was ich zeige.
Und da steht jetzt, glaube ich, Left unten. Vorsichtig, vorsichtig, vorsichtig. Diese riesen Blumen. Fressen ja. Die drohen da die ganze Zeit auf. Oh, jetzt muss er hier aber nach... Nee, nicht nach rechts. Er muss nach links. Das ist genauso wie bei Nap-Nap in diesem Lagerhaus. Und die nächste Drohne gegessen. Eieiei. Na, ich bin mal gespannt. Nach links soll er eigentlich gehen. Warum geht er dann rechts? Also, das verstehe ich nicht. Die nächste Drohne ist kaputt. Toll, Victor wäre auch so ein geiler Charakter für Chapter 4. Ich sag, wie es ist. Oh, die nächste Pflanze. Ist das ein Chicken gewesen? Da ist er. Guckt ihn euch an. Bro, der hat nicht mal Beine. Boah, das ist so heftig. Der hat so geile Fähigkeiten, Mann. Wild. Kannst du mir erzählen, was du willst? Aber das ist schon heftig gemacht. Wo geht's da hin? So weit waren wir noch, glaube ich, gar nicht, ne? Warte mal, was stand da gerade an der Wand? Ich konnte es ganz schlecht lesen. Füttere die Pflanzen und sie werden dich später füttern. Okay, das hatten wir tatsächlich schon mal gesehen. Warte, da steht noch was an der Wand. Der geht ja immer so schnell vorbei, ne? Wir sind alle aus Wasser gemacht. Trinke genug. Schwierig jetzt gerade. Da stand wieder was an der Wand. Junge, hat er die ganze Wand voll gemalt oder was geht bei denen? Wenn du meine Zweige brichst, brichst du meinen Kopf, stand da. Okay, man weiß vielleicht seine Schwäche jetzt. Was ist das? Locker gibt's hier einen Bossfight gleich. 100%. Jetzt bin ich gespannt. Boah, guck mal, das kommt aus seinem... Aus seiner Hand kommt das da so raus, ne? Er aktiviert die Gläser. Und er hat ihm die Hände abgeschnitten. Uff. Ich glaube, der ist jetzt richtig angepisst. Wie ist euer erster Eindruck? Also ich sag so, ne? Der sieht zwar aus wie Brokkoli, aber für mich schon einer der krassesten Charaktere, die fanmade gemacht worden sind. Was ist mit dem Licht? Was ist mit dem Licht? Er hat gleich mal die Säule zerstört. Junge, Big Boss. Toll, Victor. Aber was sind das für Lampen? Ich check's noch nicht. Ich glaube, er zerstört alle Säulen jetzt mit den Lampen da dran, ne? Warum ist er eigentlich so stark? Boah, Junge! Den hat so nach Mappen geschleudert. Wenn er das letzte Ding aktiviert, was passiert dann? Normalerweise müsste die Decke ja einstürzen. Die Balken sind nämlich bald alle nicht mehr da. Ein Balken ist noch. Er aktiviert den Schalter. Aber für was? Gläser gehen auf. Okay, das habe ich noch nicht so ganz verstanden, warum er dann die Lichter aktivieren musste. Eine neue Pit. Es gibt ein neues Loch. Oh, jo. Junge, wie ein mit dem Rüssel. Bro, was macht der mit dem Brokkoli da? Die fetzen sich übel. Er muss irgendwas hier drehen. Was sind das für Teile? Ich check's noch nicht. Ich check's nicht. Junge, wie wild ist denn bitte der Fight jetzt da drüben? Man sieht richtig, wie die sich beulen, Alter. Toll, Victor ist auf jeden Fall mal eben doppelt so groß, ne, wie der Elefant. Aber ich frag mich halt, ob der... Also, was sind das hier für Dinger? Was aktiviert er damit? Ich glaube, der füllt hier irgendwas rein. Kein Wasser. Weil Wasser wäre halt prinzipiell nicht schlecht für den Brokkoli-Menschen. Dann würde er wachsen. Sag ich doch! Hab ich doch gesagt, er ist größer geworden! Oh, Bro, der Elefant. Dr. Fluffy Pants, Digga, kommt auch noch. Digga, es ist 2 gegen 1. Zu heftig. Okay, wird wild.
Was macht die Drohne da? Star Wars jetzt, oder was? Star Wars jetzt? Ich kann's doch nicht sagen. Was bringt denn das? Die Drohne so ab durchziehen. Er kickt alle raus, er kickt alle weg. Jetzt haben sie ihn... Ah, sie haben ihn damit gefangen genommen. Seine Wurzeln... Oh Gott, er wird noch größer. Alter! Wisst ihr, was ich meine? Wisst ihr, was ich meine? Von wegen! Digga, der ist jetzt so riesig. Der ist größer als Häufius gleich, Mann. Was geht denn jetzt ab? Da ist alles eingestürzt, weil der so groß ist. Fluffy Pants ist komplett RIP. Er kann ihm nicht helfen. Er ist einfach zu groß. Er muss dem Elefanten jetzt helfen. Wie kann er das machen? Sein Rüssel ist nicht lang genug. Boah, Junge. Was ist da gerade passiert? Alles eingestürzt, weil toll Victor so riesig geworden ist. Wilde Folge, wilde Folge. Leute, lasst mal ein Like auch da, ne? Für Magi Hagis Videos. Ich sag euch, ich finde das krass, dass die Leute mittlerweile so gute Animationen machen können, ne? Er steht auf. Also Coach Pickles geht's gut. Das ist die Hauptsache. Dr. Fluffy Pants ist irgendwie nicht so mein Main Character, aber dem geht's anscheinend auch gut. Dann wird's wahrscheinlich toll Victor auch noch gut gehen, stimmt's? Irgendwas kam da. Habt ihr das gerade gehört? Er kann durch den Vent gehen. Er geht zum Doktor. Was ist da drin? Nein! Das ist Jester aus Chapter 4. Ja, Leute, das war's wieder mit einem weiteren Video auf diesem Kanal. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst ein Like da, wenn ja. Danke fürs Zusehen. Dickes Küsschen. Dano out.